Frosch und die Elefantenprinzessin noch sehr lange und glücklich in ihrem gemütlichen Dreizimmertümpel. Ach, Henry, die Geschichten in deinem Märchenbuch sind immer traumhaft. Ja, traumhafter sind nur noch Träume. Oh, dann lass uns schnell einschlafen und was Schönes träumen. Gute Nacht, Jan. Gute Nacht, Henry. Alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Henry? Henry! Was ist denn? Henry, hast du das eben gehört? Nee, ich hab geschlafen. Was war denn? Ein Geräusch, ein ganz komisches. Hör mal. Das ist Rotkäppchen. Hä? Wieso macht die denn so ein Geräusch? Na, wir kennen doch das Märchen aus dem Märchenbuch. Du weißt doch, dass der große böse Wolf die auffressen will. Oh ja, der ist sehr gefährlich. Ja, und deswegen nimmt Rotkäppchen jetzt Boxunterricht. Da kann sie sich nämlich besser wehren und verteidigen. Und da kommt das Geräusch her? Na, hoffentlich klappt das auch. Wo kommt es her? Das Geräusch. Vielleicht von da? Oder von dort? Von diesem Ort? So ein Quatsch. Da bei dir? Ah, es kommt von hier. Aber wo ist denn das Rotkäppchen nun? Keine Ahnung, aber hier riecht es lecker. Kein Wunder, hier gibt's ja auch Pommes. Lecker. Du Jan, ich habe eine Idee. Wir müssen dem großen, bösen Wolf einfach was zu essen geben, was viel besser schmeckt als das Rotkäppchen. Ja, dann ist er satt und will das Rotkäppchen nicht mehr fressen. Aber was geben wir dem Wolf zu essen? Ist doch klar. Pommes! Hallo, bitte eine Riesenportion Pommes. Mhm. Na, ihr zwei habt ja einen Bärenhunger, was? Nein, kein Bär, ein Wolf. Das ist für einen Wolf. Damit retten wir Rotkäppchen. Ich verstehe kein Wort. Aber hier sind eure Pommes. Ketchup? Na klar, immer nur drauf damit. Da! Das ist ja das Geräusch! Habt ihr mich erschreckt? Du hast das Geräusch gemacht mit der Ketchupflasche. Na, das habe ich mir ja gleich gedacht. Dann gibt es hier also gar kein Rotkäppchen? Nein, aber ein Rotläppchen. Du, Henry, wenn es hier kein Rotkäppchen gibt, dann gibt es hier auch keinen Wolf. Wer isst denn dann nun die ganzen Pommes? Ach, da wüsste ich schon jemanden. Wen? Na, uns! Lecker, ja! Da freue ich mich drauf. Das war wirklich lecker. Wir sollten öfter so köstliche Geräusche hören, nicht wahr, Henry? Ja, ja. So, jetzt wird aber erstmal geschlafen. Ob das Rot von Rotkäppchens Kappe vielleicht wirklich nur Ketchup ist? Was meinst du, Jan? Jan? Schläft schon. Dann muss ich ihn wohl morgen fragen.